Liebe Menschenfamilie, liebe Lichtfamilie, liebe Menschen des Friedens, ganz herzlich darf ich euch jetzt einladen und begrüßen zu der Friedensmeditation bzw. zu dem Channeling von Engel Raphael. Und so sind wir hier versammelt und wir werden uns vorbereiten. Und zwar so vorbereiten, dass wir das Licht der Liebe einatmen und dass wir auch das Licht des Friedens einatmen und uns in dieser Energie ausdehnen. Und in diesem Moment beginnt sich deine Aura in dem hellen Licht des Friedens einzustellen. Du spürst, wie Frieden durch dich hindurchfließt und wie dieses helle Licht leuchtet. Und aus dieser Energieschwingung bist du bereit, jetzt die Worte von Engel Raphael zu empfangen. Ich rufe Erzengel Raphael. Ich rufe das Licht des Friedens. Und so strömt herbei die Energie von Erzengel Raphael. Smarana, geliebte Menschen, Smarana, ihr wundervollen Lichtmenschen, die ihr heute hierher gekommen seid, um zusammen mit mir das Licht des Friedens zu erneuern und in seiner Energie anzuheben. Und so habe ich das Licht des Friedens mitgebracht. Es ist das Licht des Friedens aus dem Universum, das unendliche Licht des Friedens, des Vertrauens, der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Und so werde ich nun zuallererst deine Zellkerne befreien von allen Dingen, welche hinderlich sind, von allen Energien, die du vielleicht noch trägst aus früheren Inkarnationen oder aus deiner Ahnenreihe. Alle Energien, welche von Kriegen getragen sind, werden nun transformiert. Alle Energien, welche Verletzungen tragen, aus schlimmen Zeiten, welche Schmerzen tragen oder Verluste oder Ängste, all dies werde ich nun in dir lösen. Und gleichzeitig wird diese Erlösungsenergie über die Erde sich ausbreiten, um die Menschen zu berühren, welche gerade in einer sehr schwierigen Situation sich befinden. Und so nimm dir ein wenig Zeit, um zu spüren, wie die Energien dich tragen und lieben, wie sie zu deinem allerhöchsten Wohle wirken.
Und nun, lieber Mensch, überreiche ich dir das Licht des Friedens. Ich gebe es in deine Hände. So nimm die Fackel des Friedens entgegen und halte sie hoch. Halte sie, denn du bist der Fackelträger des Friedens. Deswegen bist du heute hierher gekommen. Deswegen hat dich deine Seele hierher geführt. Und wenn du vielleicht mit deinem inneren Auge um dich schaust, wirst du sie sehen, die vielen Menschen, welche als Fackelträger nun sich zu einer großen Gruppe formieren. Und so kannst du vielleicht auch erkennen, wie wir gemeinsam jetzt das Licht des Friedens in einem großen Zug des Friedens, wo wir alle zusammen sind, in die Länder bringen, wo es benötigt wird. Und so gehe nun mit uns und überbringe die Kraft des Friedens. Bitte stell dir dabei vor, wie in all die Länder Frieden einzieht, wo es nötig ist. Lasse die Bilder hochkommen und entstehen, wie die Menschen erlöst werden von dieser schrecklichen Situation. Breite deine Arme aus, umarme diese Menschen, tröste sie und gib ihnen Kraft. Übergib ihnen das große Licht der Liebe. Ich, Engel Raphael, ich halte die Energie, sodass du nun wirken kannst. Und so ist es geschehen. Du hast mit deiner ganzen Liebe das Friedenslicht auf die Erde getragen. Und die Menschen werden Hilfe bekommen, so wie es gut und richtig ist. Voller Achtsamkeit danke ich dir sehr dafür, dass du heute hierher gekommen bist, dafür, dass du mit uns zusammen für das Große und Ganze gewirkt hast und dass du geholfen hast, das Licht der Erde in die höhere Frequenz hineinzutragen. Und so lege ich den Mantel von Smarana um deine Schultern, so dass er dich schützen möge und du die Verbindung zur geistigen Welt spürst. Engel Raphael verabschiedet sich von dir voller Liebe und im Frieden. Liebes Menschenkind, komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück.
Bewege Hände und Füße und bedanke dich bei der geistigen Welt, bei Raphael, bei deiner Seele dafür, dass du heute so wundervoll unterstützt worden bist. Und ich danke euch so sehr, dass wir zusammen so viele schöne Dinge tun können, dass wir zusammen lichtvoll wirken können und die wundervolle Fackel des Lichtes, des Friedens jetzt zusammentragen, weitertragen und alle unterstützen, die die Unterstützung brauchen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Es war so schön. Ich bin so richtig noch in dieser Energie. Und ich wünsche mir so, dass es jetzt aufhört, so sehr. Und wenn du immer die wichtigsten Botschaften, die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren, indem du einfach hier auf die Kugel klickst. Ich danke dir sehr dafür. Ich wünsche dir eine friedvolle Zeit. Gib die Hoffnung und das Vertrauen niemals auf. Tschüss.